Aber man kann ja nicht alles haben. So. Ja. Vielleicht baue ich einfach mal noch ein Extreme-Teil hier hin. Denn das verbraucht ja jetzt im Moment. Es kann ja 8 Output haben. So, 4 davon hat es, weil der ja nur 50% Effizienz hat. Das bedeutet, wenn ich jetzt das Teil baue. Oh. Ja, es ist schon was teurer. Das dann müssten 32 U 16 4 EU müssten, nein, 32 EU, 8 EU per Tick müssten dann da rauskommen, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe. Zumindest mit diesem Teil. Und jetzt hätte ich gerne meine Carbon Plates. Das würde ich nämlich jetzt gerne ausprobieren, ob das genauso wenig ist. Das wird einmal komplett gemacht. Mein Basic Machine Casing ist hier. Schön einmal rum. Zack. Basic Machine Casing. Komm. 24 Hours. Und dann nehme ich mir noch ein bisschen davon und setze den da oben neben. So. Oder dahinter. Ne, daneben, 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 daneben. Hallo. Nein! Ich schon Jetpack fliegen, ne? Vor allem Ding, weil ich im Moment keinen Hover-Mode drinne habe. So. Da bin ich. Die Frage ist, beeinflussen die sich jetzt gegenseitig? Sieht so aus, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob es klug ist, das zu machen. Scheinbar ist es überhaupt nicht klug. Zumal ich diesen Rotor da nicht reinstecken kann. Wahrscheinlich liegt es auch daran, dass der genau im Bereich von dem anderen ist. Deshalb einmal kurz abbauen und etwas weiter zur Seite stellen. Das Ganze. Hallo? Ja. Fein. So. Ich kann den da nicht reinlegen, wieso nicht? Das gibt es doch jetzt nicht. Yeah, jetzt habe ich den ganzen Aufwand betrieben, um alle 2 Stunden neue Rotoren zu basteln, die dann wieder vertrieben werden, die man ständig ersetzen muss. Ah, wieso nur? Wieso nur habe ich das gemacht? Sehr gute Frage. Wieso nur habe ich das gemacht? So. Der wird. Achso, der geht nur 30 Minuten, hat aber 90% Effizienz. Gut, der hat 6 Stunden. Der ist infinite. Okay. Gut.
mache mir das eben so. Ich gehe nochmal kurz ins Bett. Ja, ich habe gerade Battlefield noch gespielt, bevor ich aufgenommen habe. Und deshalb habe ich noch die Sprint-Taste im Blick. Wo bei Minecraft die Sneak-Taste ist. Ist natürlich sehr sinnvoll. Das Ganze. Das läuft. Das bringt auch 2 EU. Super. Jetzt habe ich 4 EU gemacht. Und mache wahrscheinlich damit jede Menge auch wieder Verlust. Das Ding hat schon 500.000. Jetzt hat es noch 390.000. Es geht recht schnell, wenn das Ding abgezogen wird. Komm. Das bitte auch noch einmal komplett aufladen. So, Dankeschön. So, was mache ich als nächstes? Ich glaube, ich nutze diese Windkraft. Da oben. Es sind ja 4 Ticks. Ich glaube, ich baue da eine 32er noch hin. Oder sowas. Ich benutze das für einen Mars Fabricator. Den ich dann einfach hier vorne anschließe. Ich hoffe, da geht nichts kaputt. Ich glaube, den muss ich nämlich sogar ein- und ausschalten. Und das Ding hat ja nur einen Output. Also wird das sozusagen abgezwackt, wenn nichts gebraucht wird. Und diese Sachen, die hier drin sind, die bleiben hier drin. So. Allein das macht 12 EU. Das Ding macht 8 EU. Ja, 8 EU. Und dann habe ich 4 EU. Ja, super. War nicht gut, was ich gemacht habe. Obwohl, ja, wenn die dann gut. Aber das ist teuer. Die wäre auch geil. Hallo? Dann brauche ich aber neue Kabel und das ist nicht toll. So, gut. Weg mit dem Zeug. Was wollte ich jetzt machen? Ich wollte, ja, Mars Fabricator machen. Denn ich habe gesehen, ich brauche Emeralds und Emeralds kann ich halt mit einem Mars Fabricator Leptron Crystal. Ja, natürlich. Oh ne, jetzt habe ich gerade mein ganzes Carbon. Okay. Es heißt Farmen. Weg mit euch. Alles, was ich brauche, kann erstmal weg. Denn ich muss jetzt wieder auf Höhlentour gehen. Und da ich ja keine Fackeln habe, was mir gerade auch wieder so auffällt, muss ich mir während der Höhlentour welche machen. So, 16 Stück. Und es ruckelt. Was? Ich habe immer nur 17 Frames. Okay. Okay, ich habe gerade massive Einbrüche. Ich weiß nicht, woher das kommt. Wahrscheinlich von diesem Gebilde da vorne. Gar nicht gut. Ich
baut die sofort wieder ab, wenn die da Probleme sind. Ich guck mal, wenn ich jetzt weiter wegrenne, ob das dann immer noch der Fall ist. Ja, die sind es schuld. Also kann ich den gleich wieder abbauen, denn darauf habe ich wirklich keinen Bock. Tut mir leid, aber muss man Prioritäten setzen. Ach ja. Hier vielleicht noch was drin? Nein. Und habe ich die hier irgendwas umgestellt? Ja, jetzt läuft es auch nicht flüssig. Boah, was ist denn los? Muss ich die Shader komplett rausmachen? Ich fürchte, ich muss es tun. Tut mir leid, aber das ist unspielbar, finde ich. So. Nein, es ist zu wenig. So. Ja. Da geht noch was. So. Ja. Jetzt, ach, ich kann auch sein, dass ich mit 38 Frames aufnehme. Oh. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich gehe auf jeden Fall nochmal zurück und wenn es Tag wird, dann schlage ich mal zu mit meinen farmkünstlerischen Fähigkeiten.